Ja, das ist hier das Reich der Auerhühner und Berghühner. Es sind Hochmoore, die es in Deutschland nur noch ganz, ganz selten gibt. Und somit ist der Lebensraum dieser Tiere doch sehr eingeengt. Hier haben wir den Auerhahn, dunkel gefärbt. Und hier ist sein Weibchen, eher braun. Sie haben eine Größe zwischen 60 und 90 cm, sind Bodenbrüter und in der freien Natur sehr, sehr gefährdet. Es sind viele Raubtiere, die also die Gelege angreifen, beispielsweise der Fuchs, dann also Marder, Marderhunde und ähnliche. Man hat versucht, hier sie aufzuziehen und auszusetzen, aber die Erfolge sind sehr, sehr bescheiden, weil der Lebensraum einfach fehlt. Nein, das sind ihre kleinen Verwandten, das Berghuhn bzw. hier der Berghahn mit dem geteilten Schwanz, und das ist ganz typisch für ihn. Auch das Männchen blau und das Weibchen schlicht und einfach braun. Hier sehen wir schon, ihn drückt in der freien Natur dasselbe Schicksal. Sie sind schlechte Flieger und verhalten sich wie die Hühner. Ja, hier im Wildpark haben wir noch einen seltenen Gast. Hier ist er schon zu sehen. Es ist ein Uhu, der hat sich hier bequem gemacht. Und wenn hier also gefüttert wird, dann fällt auch immer noch ein fetten Happen für ihn ab. Er ist auch ganz, ganz selten. 60 bis 70 cm groß, eine Flügelspannweite von 1,70 m und etwa 3 kg schwer. Er gehört zu unseren größten Eulenarten und ist also auch in Mitteleuropa kaum noch zu finden. Hoffentlich kommt er hier gut über die Runden.